Hallo meine Trucker-Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch und schön, dass ihr wieder dabei seid und ihr seht schon, um was es sich heute dreht. Ja, ums Lenkrad, es dreht sich nach links und nach rechts, nein, wir haben hier unsere Arme im Spiel. Und das wird die erste richtige Folge werden, wo wir heute mal mit den Armen unterwegs sind. Ja, kam verdammt gut an, bloß Edeltraut kann ich mit meinen Armen nicht anfassen. Na, da bin ich noch ein bisschen gehandicapt, aber wir können es auf jeden Fall ein Küsschen geben. Ja, wir werden heute mit den Armen unterwegs sein und dafür habe ich mir, naja, standardmäßig einen Scania mit 580 PS ausgesucht. Und ich dachte mir, das werden wir einfach mal richtig als Folge ausprobieren. Und, wie ich das schon gesagt habe, das Video kam mir verdammt gut an. Und das Einzige, was definitiv nicht so gut ankam, das waren die ganzen Tattoos. Ich hoffe, da wird es irgendwann mal, naja, ich sag mal, eine Änderung geben. Dass man vielleicht andere Arme irgendwie auswählen kann, aber das ist ja, wie gesagt, die Version 1.0, die ich jetzt habe. Vielleicht in dem Feld, wo ihr das Video jetzt seht, kann es durchaus sein, dass das schon eine ganz andere Version ist. Ja, ich nehme das hier am 14. um 22.54 Uhr auf. Deswegen, wie gesagt, kann sich da auf jeden Fall noch das ein oder andere ändern. Wir kennen ja die Arme schon eine ganze Weile im Eurotax-Simulator, wurden aber dann nicht mehr so richtig umgesetzt und war irgendwie ein Problem. Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier schon wieder los? Ach du Scheiße, hier ist er. Ach, hier vorne ist. Ja, okay. Wir wissen schon, wo uns liegt hier. Okay. Hatten schon sehr oft mal solche Probleme oder so eine Mods, die aber gerade so im Bereich Lenken nicht gerade so schön den Tellerwäscher gemacht haben. Ja, mit den Armen so rumwedeln. Mache ich persönlich auch. Also zwei Arme am Lenkrad. Ich fahre hier nur mit einem Arm. Und der andere. Es war anders. Ja, okay. Und prinzipiell sind, glaube ich, ein Großteil der Leute sich einig, sie können sich Arme hier im Spiel vorstellen. Und dass es durch einen Mod so gut umgesetzt werden kann, warum sollte es nicht diese Option auch im Spiel geben? Klar, SCS möchte dann, wenn sie es umsetzen, noch mit mehr Funktionen, naja, sagen wir, unterstreichen. Und zwar, wenn du wirklich sagst, machst Fernlicht an, dass er da mit dem Finger irgendwas macht. Du machst das Navi an, das ist egal, aber du sagst es einfach, du willst hupen. Dass er den Arm dann einfach so auf die Hupe rauf macht, ja? Oder auf das Horn, ne? Wir haben ja unterschiedliche. Die Hupe und das Horn. Das Horn ist ja, wie ist denn das eigentlich? Jetzt mal eine Frage an alle Trucker. Ich habe ja hier meine Hupe, das ist wahrscheinlich die ganz normale Hupe. Muss ich da irgendwas umstellen, um das auf Horn umzustellen? Also durch einen Schalter hier auf dem Lenkrad? Oder ist das eher, dass ich hier eine Strippe habe und die runterziehen muss? Also wie bei einer alten Lok oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Oder wie bei einem amerikanischen LKW, wo hier auf der Seite so eine Strippe war und dann ziehst du halt. Hey, willkommen in Brandenburg! Ja. Also mit so einem Halbgarn-Sachen werden sie sich ja nicht auseinandersetzen. Ich erinnere mich nur an ein Interview, was der Chef von SCS, also Pavel, mal gegeben hat. Da ging es nämlich um den Bus-Simulator oder Eurocoach-Simulator. Und da war das Problem, dass er zwar die Busse reinmachen könnte und die würden auch fahren und Bushaltestellen gibt es schon alles. Das wäre alles nicht das Problem. Das Problem war die Animation der ganzen Passagiere, dass sie wirklich in den Bus einsteigen. Das war das Problem. Ich denke mal, sie sind jetzt durch Direct 11 und den ganzen anderen Geschüssel jetzt, wären jetzt in der Lage, wahrscheinlich sowas umzusetzen, dass mehr Animation der KI möglich wären. Das bedeutet natürlich, wenn das möglich wäre, wäre natürlich auch Animation bei irgendwelchen Frachten oder man lässt dann einfach so eine Spielszene wie beim Übersetzen mit einer Fähre oder besser gesagt, was noch deutlicher ist, bei einem Spezialtransport. Ja, dass da eine Kamera rumgeht, die Leute, da steht der Busfahrer draußen, ja, dass man hier in einzelnen. Das würde mir vollkommen ausreichen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, da wird ja jetzt
Priorität beim Euro-Coach-Simulator ist ja sehr, sehr gering. Aber wie gesagt, wenn die Arme noch ein bisschen höher texturiert werden, gerade so die Daumen, die sehen so aus, als wenn er die, ja, als wenn es ein Daumenlutscher ist. Also der gleicht mit zwei Daumen. Also, aber so jetzt, wenn wir jetzt hier irgendwie auf dem Parkplatz fahren würden und dann hier unser Gerät, so guck mal hier, wie er dann die Finger so ein bisschen bewegt, das ist schon schön. Also muss ich wirklich sagen, wir fahren mal jetzt auf den Parkplatz hoch und dann machen wir mal einen richtigen Tellerwäscher. Zeige ich euch einfach nochmal, falls der eine oder andere das Video nicht gesehen hat, aber ich denke mal. Aber, wie gesagt, so ein Lenkrad im Spiel, das, oh ja klar, jetzt musst du natürlich hier auch hier abfahren. Das müsste nur optional sein. Es gibt natürlich auch Leute, die... die das nur als Option möchten. Fahren wir hier hin und fahren dann auf den Parkplatz hier, auf die kleine Stelle hier. Wir fahren jetzt mal hier so hin. Wenn wir jetzt hart einlenken würden, ja, wenn ich jetzt hier so mal gucke, der legt dann den Arm ab und macht den hier so in auf Tellerwäscher. Ah, sieht schon, dann greift er nochmal nach. Das ist schon... fällt mir. Ja. Gibt so ein bisschen Realismus rein. Aber wie gesagt, es müssten erstmal ein paar männliche Arme sein. Vielleicht ein paar Härchen auf den Armen. Vielleicht von mir so auf den Frauenarme. Ja, SDS, was ist denn eigentlich mit Frauen hier als LKW-Fahrer? Die fehlen doch eigentlich auch noch. Die hat SDS bis jetzt noch ganz vergessen, ne? Vielleicht werden sie auch weibliche Charaktere oder dass man... Jetzt überlegt mal, wenn der SCS Multiplayer kommt, dann müssten sie ja durchaus, um da ein wenig Abwechslung reinzubringen, gerade hier die Fahrer, eine Möglichkeit geben, dass sie uns da einen extra Fahrer geben. Würde ich jetzt mal einfach so sagen. Oder? Was sagt ihr? Also ich finde jetzt die Kombo mit dem LKW hier echt wahnsinnig schön hier. Muss ich ehrlich immer so sagen. Achso, bezüglich, da kamen ja auch immer wieder Fragen meiner Sputz-Challenge. Die Taste für den Zurücksetzen, ja, habe ich jetzt da muss man selber, so wie mit dem Innenraum-Zoom, das muss man selber auswählen. Ich habe die jetzt auf G gemacht. Wenn ich jetzt lange G drücke, zwar hier, warte, ich drücke, dann setze ich hier quasi, wo ist denn das G? Sagt mein Kilometer oder meine Sprit. Anzeige meine momentan zurück. Wusste ich vorher nicht. Danke nochmal für die Info. Und ja, jetzt haben wir 12 Liter, ne? Schafft mal. Guck mal hier. Ja, 10 Liter. 10 Liter verbrauche ich nur. 9,6. Ey, ich bin ja fast ein Auto. Also, ja, macht das mal nach. Aber wir werden. Ja. Willkommen im MacPom. Ja, ich mache aber gerne hier, dass ich hier die Anzeige hier drin habe. Ja, ich mag immer, wie Kilometer ich eingeloggt habe oder wie schnell ich hier fahre. Man hat ja hier an der linken Seite so noch drin. Ja, aber es wirkt schon irgendwie, wenn man jetzt die Hände hat, die Tattoos und noch ein bisschen mehr bessere Auflösung, so die Animation, das ist schon mal... Aber ich glaube, erst die Tattoos weg und dann... Das wirkt doch irgendwie ein bisschen anders, oder? Sag mal. Das wirkt doch schon, schon nicht schlecht. Wenn ich jetzt mal so sage. Eieieiei, Karamba hier. Boah. Sah doch schon mal nicht schlecht aus. Oh, weiter. Wir haben insgesamt jetzt, noch 200 Kilometer. Ich habe heute mal ein bisschen übertrieben, ne? Warte mal, dann werden wir mal ein wenig schneller fahren. Wir fahren ja hauptsächlich trotzdem nur Autobahn. Wir müssen aber dann, glaube ich, noch mit einer Fähre übersetzen. Eieieiei. Aber irgendwie, sag mal ganz ehrlich, wenn die Tattoos hier noch ein bisschen weg waren, dann... Dass ich eine Hühnerbrust habe, das ist jetzt okay. Und dass ich so eine Quarkarme habe,
richtige männlichen, muskulösen Arme, so wie der Maximus hat, ne? Spinner Maximus wieder am Start. Wäre das auf jeden Fall. Ach, hör auf. Ja. Ah. Wir lassen mal einfach so im Raum stehen. Für mich ist dann. Wahrscheinlich werde ich da auch mal eine Umfrage, vielleicht sogar heute dann noch eine Umfrage starten, ob ihr durchaus das sehen möchtet, animierte Arme in den Folgen. Vielleicht, und ich würde jeden gerne ja auch sagen, wenn jetzt eine neue Version kommt, dass er mich einfach dann anspricht. Und wir das dann einfach ein bisschen mitbegleiten. Uns das dann einfach mal ein bisschen so angucken. Was dann so kommt. So. Na dann. Los hier. Schön im Winter. Ja. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Möglichkeiten, dass er einen Pullover anhat. Oder ein Kettchen oder eine Uhr und so, weißt du? Oder wenn man eine ganze Weile irgendwo mit einem LKW steht, dass er seine Finger dann einfach so. Ja. Irgendwie so macht eine zusätzliche Animation. Ja, was man so, und das meine ich, warum ich immer wieder andere Spiele spiele, weil da sieht man, wenn man einfach so mal so stehen bleibt und beobachtet die KI, welche Bewegung die manchmal macht, ja, einfach von sich aus, das finde ich immer sehr interessant und wie gesagt, wenn halt nichts passiert, das soll dann sich vielleicht auch in der Nase popeln, naja, also die Popelerweiterung, die gibt es aber dann für 10 Euro, weil da kannst du dich entscheiden zwischen Roll- und Ziehpopel. Ja. Aber jede einzelne Version kostet natürlich, ne? Und ihr könnt dann auch gewisse Skins für den Popel holen. So, wer jetzt noch nicht die Schnauze voll hat, der kann auf jeden Fall jetzt hier mal ein Abo da lassen, ne? Wir bewegen uns gut und sehr zügig auf unser Ziel hinaus, ne? Oder wie das heißt hier. Ne? Sieht gut aus. Ach, herrlich. Jetzt müssen wir trotzdem mal nach außen gehen. Oh, schöner LKW. Also in der Kombination, muss ich ja sagen, ist ja mal richtig jalla. Sehr schöne Holland-Lackierung. Oh, da drüben ist ein Unfall. Oh, an dem werden wir mal vorbeidödeln. Aber ich fahre gleich sicherer mit den Händen. Definitiv. Ich merke es. Das Video wird wahrscheinlich am Donnerstag rauskommen, weil ich schon einiges vorgearbeitet habe. Oder doch nicht? Nein, dann wird das hier wahrscheinlich erst am Dienstag kommen. Doch, oder dann, nee, es wird am Dienstag kommen. Da muss ich so lange arbeiten. Nein, das wird am Dienstag kommen. Ich wollte eigentlich ein Passat-Video heute bringen. Das werde ich dann, ups, auf nächste Woche verschieben. Wo wir durch den Winter hier rumdüsen mit einem schönen Passat. Also wir haben zu Hause ein bisschen Fun-Dienstag, kann man ja mal wieder machen. Dann heißt es morgen wieder eine Runde Multiplayer. Wenn natürlich nicht irgendwie jetzt wieder ein Update gekommen ist um Euro Truck Simulator. Das muss man natürlich auch wieder sagen. Wenn jetzt irgendwie ich bereite was vor, ein Livestream für den ETS und dann kommt die 1.40, dann ist natürlich der Multiplayer Livestream Geschichte. Ja, dann machen wir das andere. Das ist, denke ich mal, für jeden dann nachvollziehbar, dass wir uns die 1.40 dann angucken und lutschen mal da ein bisschen rum, was es da alles so Schönes gibt. Ich gehe davon aus, dass das jeder von euch nachvollziehen kann. So. Hab ja da ein bisschen Luft jetzt. Ich habe ja noch mein eigenes anderes Profil hier für den Dings. Aber ich glaube, auch wenn der ATS erst kommt, oder ich davon ausgehe, dass der ATS als erstes kommt, werde ich das auf jeden Fall trotzdem in einem Livestream zeigen. Oh, Schleswig-Holstein. Willkommen. Bin da. Läuft doch. Läuft ja wie ein Länderspiel. So. Da wieder herrlich hier. Oh, wir müssen ja abfahren. Huch.
Ja, wer hat aufgepasst hier? Oh, ganz langsam, 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 langsam. Also, wir fahren auf jeden Fall nicht spritsparend hier. Das ist schon mal eins, mal klar. Jetzt momentan bei, was, bei 35 Litern. Aber auch nur, weil wir ganz gemütlich hier lang cruisen, ne? Da ist Schwartau. Sieht schon richtig böse aus, der Scania mit seiner Tieferlegung, mit dem Blinker hier alles. Oh, hoffentlich bleibt das alles. Hoffentlich funktionieren die einzelnen Mods auch in der 1.40. Eieiei, ich bin da. Da wird es auf jeden Fall noch ganz schön rappeln, sage ich euch. Werde aber denn die Videos dann auch in der 1.40, werde ich dann welche machen? Ich werde dann, denke ich, mein Mod-Profil dann nehmen, um die 1.40 zu machen. Und jetzt, wo ich hier unterwegs bin, werde ich auf der 1.39 lassen. Und natürlich auch der Multiplayer würde ich auf der 1.39 lassen. Dass ich dann trotzdem einfach noch mal eine Runde Winter fahre. Aber ich werde das oben immer reinschreiben in den Videos 1.40, dass ihr wisst, aha. Ja, weil es kann ja durchaus sein, dass es ein bisschen länger dauert. Wir vielleicht schon Deutschland alles abgegrast haben mit dem neuen Content. Kann ja alles möglich sein. War Edeltraut. Wir wollen einfach mal ein bisschen Winter fahren. Noch mit Mods, die wir dann haben. Schauen wir mal. Gucken. Ach, ist das herrlich. Riecht richtig gut. Nach Winter. Kennt ihr das? Dieses Gefühl? Dieses das Klare, was ist so ein bisschen, wenn du so richtig tief einatmest, dieses Frische. Jetzt nicht an der Raststätte stehen, das meine ich jetzt nicht. Und die ganze Zeit, weil überall die Aggregate laufen, der Diesel verbrannt wird. Das meine ich nicht. Ach, ich bin jetzt irgendwie bin ich richtig glücklich hier, was ich hier mache. Kriegt man das mit, oder? Ich hoffe es. Ach, schön. So, wir sind gleich am Ziel. Wir haben insgesamt noch 36 Kilometer. Müssen wir gar nicht irgendwie mit einer Fähre fahren? Irgendwie? Ach, dich. Ach, hör auf. Nee, wir fahren über eine Brücke. Na schön. Geht hoch. Na ja, mal rüber hier. Will der mich jetzt noch überholen? Wollen wir den Trailer? Ne, die wackeln da hoch hin. Ja. So. Natürlich langsamer. Aber nämlich, wir müssen aufpassen, nicht, dass da irgendwo Wind ein bisschen kommt hier. Ein richtiger voller Kantenwind. Ah, man sieht schon hier. Oh, gucke an, wie das hier. Ups. Wird schon angezeigt. Wir haben hier Kantenwind von links. Oder sagen wir mal von Norden. Da ist Wasser. Ich denke mal, da oben ist der Norden. Aber wäre gut, ne? Oh, schön. Wollt. Was ist denn hier los, Mensch? Das ist eine Baustelle, das haben wir nur mitgekriegt. Ja, das wollte ich auch sagen, jetzt hat es ein bisschen geschneit. Ach, ey, manche übertreiben es aber auch. Ey, Junge, 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 Junge. Das Auto manchmal tragen und die Kurve. Schlimm. Klar muss man sich den Witterungsverhältnissen definitiv anpassen. Wie ich manchmal hier fahre, ein Rumschlitter hier, das wahrscheinlich das falsche Beispiel. Aber in Real Life manchmal, boah, die stellen sie manchmal an. Hilfe. Oh, ich denke mal, in der, genau der Kombination, wie wir jetzt hier fahren, oh, wir sind in Burg, da werde ich definitiv nochmal eine Folge machen. Am Samstag. Also, gefällt mir richtig gut hier. Ein LKW mit den Armen und dann werde ich wahrscheinlich auch noch eine Folge mit dem Volvo bringen. Oh, wir müssen ja woanders hin. Oh, hier hat ja aufgepasst. Na, hier rein. So. Da ist er.
Jetzt wäre es ja für euch mal ganz interessant, wie sieht's aus, wenn ich. Na gut, wenn ich einpacke, sieht man es ja nicht. Ja, mit den Nüsseln mal raus. Wie Zeit haben wir denn noch? Na, jetzt. Komm, machen wir mal. Ach je, der komplett falsche fahren. So, wieder. Ja, wir haben es hier. Aber der LKW will nicht rein hier. Oh ja. Kommen wir da rum? Ah ja. Also da. Mit Fiji Mühen. Müsst ihr auf jeden Fall mal was da lassen hier. Wenn es nicht so geht, dann geht's mit Gewalt, ne? So, warte mal auf. Ich würde es jetzt einfach so machen. Wahrscheinlich ein richtiger LKW-Fahrer würde das. Der würde es wahrscheinlich anders machen. Hätte im Vorfeld schon mal geguckt, wie man hier reinfährt. Scheiße. Warum? Knappe Sache. Ja, jetzt bräuchte ich die Miro-Cams, dass sie mir sagen, wo ich lang muss. Da stört doch irgendwas. Ausschenkante oder so, ja. Ich sehe jetzt nichts, mal Blindflug hier. Mal ein bisschen gerade setzen hier, die Olga. Oh, jetzt so. Es sieht doch schon mal ganz gut aus. Ey, sie wusste, dass man hier rückwärts reinfährt, dann hätte das natürlich alles ein bisschen anders gemacht. Ne? Oh, man guckt ja meistens dann so hier. Baby. Oh, hier sind ja Autos, manchmal muss ich aufpassen. Oh, guck mal hier ganz dicht. Oh. Alter, ist da wirklich Nuschel raushalten besser, wa? So, DRL ist auch auf jeden Fall schon mal da. Falsch. Jetzt nerv mich nicht mit deinen komischen Einblendungen hier. Ah, jetzt bin ich ja komplett wieder falsch. Ey, was ich hier auch einmache hier, ey. Ist nicht mehr feierlich. Fahrrad. Ach, so. Oh, hier ist sogar ein Auto vorne. Komm mal vorne. Noch ein Stück. Halt! Halt. Oh Gott, das ist aber enge, oder? Oh, eigentlich sind wir dran. Aber laut Kamera sind wir dran. Ihr habt nichts gesehen, bitte nicht die Polizei anrufen. 0815, da werden sie geholfen. Oh Mann, Maximus, heute ist mal wieder. Aber wie gesagt, so will ich das ja dann später machen. Wenn ich dann ein Video mache, dann soll es ein bisschen länger sein. Ich übe schon mal mit Einparken, gerade solche Sachen. Ich hoffe, das SCS da auch mal ein bisschen schwierige Einparkmöglichkeiten reinmacht. Immer wenn ich Scheiße baue, dann müsst ihr dann Hashtag Fahrschule reinschreiben. Bin ich. Ja. So. Feststellbremse. Vorwärtsgang. Scheibe nach oben. War doch gar nicht mal so schlecht, oder? So, Motor aus. Abgabe. So, Freunde. Also, war doch eine schöne, erfolgreiche Tour, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also, ich bin auf jeden Fall ein bisschen stolz auf mich. Und gerade so auch mit den Armen, das hat mich jetzt nicht so gestört. Auch jetzt die Tattoos habe ich jetzt gar nicht so richtig drauf geachtet. Aber jetzt so die ganze Kombination hat mir ganz gut gefallen. Also, naja. Aber ihr könnt ja reinschreiben, wie hat es euch gefallen? Gerade so mit den Armen, wollt ihr das dann noch sehen? Vielleicht mache ich ja, wie gesagt, noch eine Umfrage rein im Community-Bereich. Dann könnt ihr da gerne noch mal ein bisschen mit abstimmen. Und ich würde mich vielleicht freuen, dass wir uns morgen wieder sehen in einem ETS 2 im 2 Multiplayer, wenn nicht irgendwas von SCS kommt. Lasst einfach ein Däumchen da.
Danke erstmal für euren ganzen Support beim Livestream dabei und überall. Ihr seid wirklich großartig. Danke. Sehen uns. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye bye.